Moin, Möffe. Moin. Drei, zwei, eins, go. Auf geht's. Emma, der cheatet doch wieder. Ich cheate nix, cheat ich. Du hast einen genau Boost drin. 10. Du hast da einen Boost drin, Digga. Der steht genau auf 10. Hä? Das kann nicht sein. Und da ist alles aus. Ich weiß nicht, was ich genau machen soll. Also, Mario, nee, jetzt mal ohne Quatsch. Du kannst ja nicht 10 fahren und schneller fahren. Ich kaufe jetzt einfach neu. Ja, komm, und komm mal okay, nochmal neu. So. Nochmal auf Anfang, Leute. Boah. Der fährt genau 10. Boah, der ist doch super, der sieht doch gut aus hier. Rot, Mario, das ist natürlich mein Fehler. Ich wusste nicht, es gibt ja... Je nachdem, aus welchem Land man kommt, sind 10 km/h ja unterschiedlich schnell. Ja, ne? Das eben, hatte ich vergessen kurz. Ja, ja. So, nochmal. Ich kann nicht glauben, was wir hier wieder für eine Scheiße machen können. 3, 2, 1, go! Auf. Da hast du nämlich, da hast du deine 10 km/h. danke, sauber. Da sehen wir den Nachteil von dem Dreirad. Das holt ihr nicht wieder ein, Jungs. Das holen wir nicht wieder ein. Das stimmt. Komm, hier kannst du Tempomat reinmachen, ganz locker. In der Kurve musst du nicht abbremsen. Ich find's gewagt, Tempomat. Ja, Tempomat läuft, Leute. Ich drift ganz gerne, deswegen. Ich drifte ganz gerne. Dafür haben wir auch die Handbremse an der Seite. Ja, vor allem, die musst du, also... Du musst dauerhaft halten. Ja, Stefan hat auf jeden Fall Meter gut verloren gerade. Der hat also die Kurve nicht optimal genommen. Ja, ich hab den nicht richtig geschnitten. Aber geil wird auch, wenn der Zug gleich kommt, Jungs. Das wird mega. Damit wird das Spiel entschieden. Eigentlich hätten wir zweimal Bahnübergang einbauen müssen. Ja, eigentlich schon, ne? Es ist so geil. Ich gönn dir, dass du einfach erwischt wirst. Du scheiß Cheater hier, Stefan. Was? Ich cheate doch gar nicht. Du hast gemacht, Mann. Und hier, die Dame hier an der Seite guckt auch schon auf dein rosa Mobil. Ja, die Blicke der Frauen hast du auch noch erhaschen können. Ich find's schick. Auf jeden Fall. Ich find's schick. Oh, scheiße, dass die jetzt ja nicht hier zurückkommen, Alter. Nee. Ja, was soll ich sagen, Leute? Wenn's mich erwischt, dann hat's mich für immer erwischt. Bitte nicht auf dem Fußweg. Ja, das wollen wir nicht. Genau, die Fußgänger wollten vorbei. Bisschen Anstand und Manieren brauchen wir schon. Ich bin angehalten, nein. Ey, Mario, oh, Stefan. Das wird nichts mehr, Stefan, das war's. Das Ding ist gewonnen. Ja, guck mal, hier wieder da rumfährt da hier. Ja. Oh. Was machst du denn da? Scheiße, ich weiß auch nicht. Aber, lass mich durch. Ja, komm doch mich ran. Aber warte, hier, Windschatten. Jetzt komm ich in den Windschatten, Jungs. Jetzt ist vorbei. Hör mal, jetzt kannst du einpacken, hier, Maria. Jetzt ist... Ja, das wird was, das sehe ich. Guck, da kam der Zug gerade. Guck mal, er zieht ran. Eine Linke machen wir noch, oder drehen wir noch. Mach mal ein Licht aus, dann hast du mehr Saft auf der Batterie. Ja, vor allem... Fahrt mal zur Seite, ich muss durch. Angehalten. Genau das ist passiert, Leute. Leck da hat's mich gerade... Was machst du denn da? Da ist Ansgar vorbeigezogen. Der Tempomat, der hat gehangen. Ja. Ach, ich sag's noch, kein Tempomat. Oh, Blood Angel löscht dich, Alter. Ich schwöre, direkt gebannt hier auf Lifetime, ey. Mann, was regt denn eigentlich der Gewinner? Wir haben das Grundsätzliche eigentlich noch nicht geklärt. Was? Gewinn? Er ist einfach auf ja. Ehre. Auf Ehre. Ehre, das ist mir nicht genug hier, du auf Ehre zu fahren. Ja, küsst ihn aufs Nüsschen, da kannst du dir was von kaufen, ey. Ja, oh, das ist ja wirklich, also, das ist ja wirklich, so, die ersten Meter waren spannend. Aber jetzt, schon Geschwindigkeit. Jetzt rollst du. Weißt du, was ich dir gönne, Hirschfeld? Dass dein Tank leer geht. Deiner geht genauso schnell leer. Glaub mal dran. Ich war sparsam. Ich war sparsam. Das ist so geil. Das ist mir immer wichtig. Komplett RIP. Ach, Leute, ey. Bisschen Trommelwirbel. So, jetzt zieh ich mich hier ans ganze Windschatten wieder rein hier. Ja, ein Scheißmaste. Oh, da schwenkt. Da holt er aus, das ist spannender als Tour de France hier. Mein Lieber, ich hab Bananenschalen an Bord. Erdschlag. Ja, nicht zu hart einschlagen, nicht, dass ihr wegdriftet, ne? Ja. Yeah. Gummiabrieb ist auf jeden Fall ein Problem. Vor allem Gummiabrieb, natürlich. Ich kann nicht glauben, was wir hier gerade für einen Quatsch machen. Aber was anderes ist noch nicht zu tun hier, wir sind fertig. Ist das ganze Projekt fertig? Nein. Das ganze Projekt ist fertig. Oh, Leute. Hier schreibt einer, war ja klar, dass sich der Älteste am besten mit dem Rollator auskennt. Boah, wer hat das hier geschrieben, Leute?
Permaban, Alter. Wer stimmt mit dir nicht? Leute, nee. Ich glaube, Stefan hat gar nicht dich gemeint. Ja, doch meinte er mich. Das glaub ich nicht. Stefan. Und da sehen wir wieder, wie, was YouTube mit einem macht, was YouTube und Twitch mit einem machen. Definitiv. Man denkt nur noch ich, genau, das stimmt. Ich wünsch dir, dass du an der Bordsteinkante deinen Reifen aufschlitzt. Genau, verreck an der Bordsteinkante. Oh, pass auf hier, guck dir das an. Optimal. Wie eine 1, hervorragend. Hervorragend. Und ab auf den Zebrastreifen. Gut wäre, wenn jetzt Randy hinterher käme mit so einem Polizeiauto, ne? Und das Rennen hier ungeplant ein Ende nehmen würde. Du hast ja gesagt, wir müssen jetzt bis zur Rechtsabbiegerspur und dann hoch. Da nee, geradeaus, genau, hat er gesagt. Geradeaus. Immer geradeaus fahren. Einer hat hier gerade geschrieben, Formel 1 auf Wish bestellt. Das stimmt wohl. Ja, genau. Mario Kart für Rentner, ja. Also sieht das aus. Das ist so geil, Leute. It's me, Mario. Ja, bist noch nicht oben, mein Freund. Ich hab doch keine Chance mehr. Weißt du, was du mich mal kannst jetzt? Was du mich mal kannst? Am Arsch lecken! Ach, das Ding ist gelaufen. Ja, das ist Motorsport. Da kochen die Emotionen auch schon mal hoch. Ich habe gerade tatsächlich die ganze Zeit keinen mehr gesehen, aber ihr seid ja direkt hinter mir. Ja! Er muss auch nicht nur nach vorne gucken. Da sehen wir YouTuber hin, Teil 2, ne? Diese maßlose Arroganz, die mir hier wieder entgegenschlägt. Absolut, ja. Auch dass es dich in die Leitplanke treibt. Aber du kannst nichts gewinnen, wenn du nicht auch was riskierst, ne? Ja, richtig, genau. Aber du kannst auch nichts verlieren, das vergessen die Leute immer. 3 Opas auf dem Weg zu den Angeboten bei Netto. Der Chat ist einfach besser als das Rennen. Ja, da haben wir hier hinten im Kasten ist genug Platz für Toilettenpapier, Freunde. Ja. Da gehört eigentlich so eine Häkelrolle noch hinten drauf, oder? Das wäre einfach so gut hier. Während der Fahrt kann man ganz einen Pulli stricken. Ich warte auf den Moment, wo Hirschfeld einfach rückwärts. Eine Stunde später, da geht's gleich hoch, sagt er. Da fällt mir auf, ich müsste mal auf Toilette. Ja, schwierig. Ja, das ist schon fast. Was war jetzt los? Da hatte ich kurz einen Krampf. Die Ärzte, wir müssen mal kurz unterbrechen, die Ärzte. Ja, ihr wisst einfach, die rot-orange sind immer die schnellsten. Oh, da fährt er runter. Was sind da los? Ich hab kurz auf den Chat geschaut. Safety-Car-Phase. Genau, mal Safety-Car raus. Die Karte ist die Spannung liegt in der Luft. In der Bergluft. Reifenwechsel. Eine schöne Besichtigung. Ne, ich wechsle keine Reifen, ich zieh das durch, bis auf Felge. Und wenn es knirscht und rappelt. Ja. Oh, der Mario wird langsamer. Ich sehe schon. Ich geh rückwärts runter hier. Hör mal, das, was du dir hier ausmalst immer, ne? Das wird nicht eintreten. Ach, du wirst als Dritter ins Ziel kommen. Ja. Noch sind wir nicht oben. Ah, scheiße, ist die letzte Kurve. Man muss aber auch sagen, er hat einfach auch fahrerische Fehler gemacht, ne? Ja, ich habe auch den Chat gehört. Ja. Und da sieht man es wieder, das ist kein Sport, den jeder machen kann, ne? Ja. Man braucht Erfahrung, man braucht Feeling, man braucht das Können und die Konzentration. Richtig. Also, hör mal, was kommst du hier so frech? Letzte Kurve, Freunde, wir sind gleich im Ziel. Also, das ging ja aber ratzfatz. Ne? Oh, dann macht er zu! Dann macht er zu! Guck dir das mal an, das ist ja schon Stoßstange an Stoßstange. Ja, in deinen Träumen, Arschloch. Guck mal nach hinten, Mann. Boah, der Ansgar lässt sich schieben, der hat den Motor ausgemacht. Der will für nachher spritzen. Jetzt täuscht er an, warte. Jetzt geht er rechts vorbei. Nee, links. Oh, großartig, was ich erleben darf. So, auf geht's, Leute. Hören Sie mal, sehen Sie das Warnschild hinter mir? Ja, was das steht für Abstand. Ja, eine Armlänge, darum darf ich bitten. Ja, fahren Sie mal rechts ran hier, Polizeikontrolle. Ja, das ist eine Furious Alpendrift. Ja. Also für mich wirkt das eher so, als wenn es bei Rewe Heizdecken am Angebot gibt. Da sehe ich mich. Jetzt machen wir Platz hier. Ach, scheiße, wir sind oben, verdammt. Ich glaube, das Ding ist gelaufen. Ich denke, das war... Ich bin noch mal gut rangekommen hier. Tobende Menge hier. Also ich sage, es ist ein mutiges Statement, das jetzt schon für beendet zu erklären. Das ist gelaufen, das war's. Und da. Ich drehe noch hier die Ehrenrunde. Ja, komm. Ja, okay, gut. Kann ich nur sagen, auch da hat sich mal wieder ausgezahlt, jahrelange Übung, ne? Ja. Herr Hirschfeld, Sie sind lange im Geschäft. Pass mal auf, dir ist gar keiner gefolgt. Du bist hinter uns gefolgt.
Ja, was denn? Achso, bei VC. Ach, genau. Er packt erstmal das Ding weg. So, warte mal. Das fand's jetzt witzig, ne? Ja, das fand ich witzig. So,